Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Lest mir erstmal das, was auf der Röhre steht. Dieser Weg führt zur Burg der schrecklichen Logart. Lasst alle Hoffnungen fahren. Und willst du doch zur Burg, so drücke beide Schalter zur gleichen Zeit. PS, Coopers aus Blütenweiler haben hier sicher keine Probleme. Danke, Röhre, für den lieben Spoiler, aber ich denke mal, wir haben das alle noch im Kopf. So. Das beim Koopa oder Kubio. Mit der X-Taste gedrückt hält, einen Ort und Stille lassen kann. Ich bin bereit für unser erster Dungeon. Bin gespannt, was kommen wird. Boah, ich habe Angst um Kubios Vater. Das muss ich ehrlich zugeben, was wir den wirklich finden sollen, wenn der nicht mehr im Leben ist. Meint ihr, das bringt das Spiel? Ich denke schon. Wir werden es sehen. Logatsburg. Plot Twist, sein Vater war nie bei der Burg. Und war Milchschulen. Das ist als Logatsburg. Tatsächlich, da kriegt man schon weiche Knie. Okay, dann komme ich nicht rüber. Da ist nämlich die Brücke kaputt. Vielleicht komme ich von da unten dran. Muss schon sagen. Ich liebe die Grafik. Au. Nur ist das zufällig KP Plus? Tatsache, weil der Ohren kam mir jetzt gerade ein bisschen bekannt vor. Ja, Kubio, wo bist du? Da bist du. Ich glaube, mit Herzelein will ich mich jetzt auch nicht unnötig reingehen, weil das passiert dann automatisch im Laufe der Zeit. Sofern wir keinen weiteren Schaden nehmen. Oh Gott, das kann ja wieder lustig werden. Das war knapp. Das war ziemlich knapp. Aber da muss ich mich erstmal gewöhnen. Damit kann ich nichts machen. Bitte nach oben oder nach unten. Na, eine Sekunde. Nur für Scannungszwecke. Mist. Dann hat sich das eh jetzt erledigt. Ach, dammit. Hab Action-Kommando vermasselt. So, dann machen wir schon mal den ersten K.O. Das ist ziemlich blöd. Wollte den Gegner eigentlich scannen, aber ich denke mal, wir haben noch eine Chance zum Scannen. Das hoffe ich zumindest. Ich bin mit diesem Spiel auch voll im Aufnahmefieber. Das ist jetzt schon die 5. Folge, die ich aufnehme. So viel habe ich im Vorrat noch nie aufgenommen. Hast du zufällig, was ich eigentlich nicht, noch einen Luftkumpan dabei? Ja, hast du. Okay, dann einmal den hier.
Den Paracooper einmal scannen, bitte. Und rein damit. Das ist ein Paracooper. Kurz gesagt sind Paracoopers geflügelte Koopas. Maximale KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Die Luftangriffe sind fies. Springst du aber auf sie, stürzen sie ab und werden zu normalen Koopas. Wenn du dann noch einmal auf sie springst, sind sie vollkommen hilflos. Also merke dir, Paracoopas besiegst du am leichtesten mit gezielten Sprüngen. So, Punkt und Punkt. Dann hier einmal Kopfnuss. Läuft doch schon wie am Schnürchen. Und wir heilen uns permanent, das ist gut. Die mache ich zuerst dort, weil der hat ja noch ein Item. Na, Herzelein ist wunderbar. Mochte ich auch vom ersten Teil. Power Doubts. Mario springt auf den Gegner, solange das Action-Kommando stirbt. Das ist praktisch. Eine Sekunde. Humanix kann weg und Multisprung kann auch erstmal weg. Na komm her. So, dann probieren wir das doch mal. Mist. Ich kann das einfach nicht. Ich glaube, ich habe bei OBS gerade wieder ein Delay drin. Dann machen wir erstmal den ersten weg. Keine Heilung. Ach, blöd. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Wir sind hier aber auch schon fast wieder voll geheilt. Ich habe Herzelein aber nicht rausgenommen, oder? Nur auf Nummer sicher zu gehen, dass ich auch wirklich die richtigen Ordner. Ja. Andererseits. Na komm. Das ist Koopas Zeit. Kubios Zeit. Ich sag jetzt immer Koopa. Mehr Knochen trocken. Nein. Oh, nö. Diese Knochen erinnern mich irgendwie an meinen Vater, ganz bestimmt. Nö. Vater. Armer. Aber Mario. Mein Vater hat ja noch einen Brief in der Hand. Was sollen wir tun? Willst du den Brief lesen? Gut, lass ihn uns lesen. Ja, also, ich wollte gegen Logat kämpfen, aber jetzt ist mein eigenes Ende nah. Immerhin konnte ich herausfinden, dass Logat einen Schwachpunkt hat. Die schreckliche Logat fürchtet ein Tier, das mit F beginnt und mit Sch endet. Fisch? Frosch? Fleisch?
gut, Fleisch ist in dem Sinne kein Tier mehr. Ein Item, das diesen Schwachpunkt ausnutzt, befindet sich in dieser Burg. Um Logat zu besiegen, muss man dieses Item wohl zuerst einmal finden. Logat ist auch listig. Gerät sie in Gefahr, so stellt sie ihren Gegnern Fallen. Lasse dich im Kampf nicht überlisten. Verlasse dich auf deine Instinkten. Mich verlässt die Kraft. So beende ich diesen Brief. Mit einem Gruß an meinen Sohn Colorado. Das ist also gar nicht Kubios Vater und ich war jetzt so traurig. Warte, Colorado? No, Flashbacks. No, nicht Colorado. Selbst hier verfolgt er mich. Ich werde dich immer lieben. Nanu? Colorado? Nicht Kubio? Gute Blasch. War das doch nicht mein Vater? Ob die Knochen da drüben wohl die Knochen von meinem Vater sind? Da hinten ist ein Schlüssel. Komm ich denn da hin? Ansehen. Oh, oh, okay, hier muss ich doch nochmal wechseln. Ein Knochenkooper, aber er hat eine schreckliche Farbe. Ich grusle mich. Ich würde dieses Ding ja lieber nicht anpacken. Aber wenn wir nicht untersuchen, geht das Abenteuer wohl auch nicht weiter. Diese Burg zu betreten zeugt von eurem Mut und vor eurem Leichtsinn. Doch euer Abenteuer muss an dieser Stelle enden. So hört der Ruf der Gruft. Was soll das? Die drängen uns zurück, Mario. Was soll man tun? Lieber gegen den Roten kämpfen. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Okay, machen wir mal hier einen Sprung. Scanner. Machen wir erstmal den roten Knochen Cooper. Ein roter Knochen Cooper. Irgendwie gruselig, so ganz in Rot. Ich würde sagen eher rosa. Maximale KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ein ziemlich starker Angriff. Und auch wenn seine KP auf 0 sinken, kann er später wieder auferstehen. Vielleicht solltest du erst die anderen Knochen Coopers ausschalten. Aber pass auf, wenn er sich bedrängt fühlt, ruft der rote Knochenkooper Verstärkung. Aua. Hoppala. Entschuldigung. Dann mache ich einfach mal hier den Powerhauer, ne? Du hast der erste schon mal da. Okay. Technik. Genau, und dann auf Knochenkooper. Das ist ein Knochenkooper. Wie auch der Name sagt, ein etwas verknocheter Cooper. Maximale KP 1, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Diese Biester werfen mit Knochen und reproduzieren sich auf rätselhafte Art. Und das heißt, du solltest in einem Zug so viele wie möglich von ihnen erledigen. Aber try my best. Oh Mist. Vielleicht sollte ich mich doch mal heilen gehen. Ich würde mal sagen... austauschen gegen Kupio. Und dann kannst du mal den Powerpanzer einsetzen. Ähm.
Also, Power Hour. Ach, das war schön. Das war jetzt lustig. So, dann gehen wir mal weiter. Was wir benutzen, das ist ja eh kaum, von daher. Dann kann jetzt Opa den Powerpanzer einsetzen. So, dann einmal hier. Was ist das denn? Eine Insigne der Sonne. Ein seltsames Objekt. Welche Kraft mag es wohl haben? Vielleicht zum Aufwerten, wenn man drei hat? Erster Angriff erfolgreich. Wird jetzt nur nichts bringen, weil kein Schaden. Dann. Weg mit euch. Wunderschön. Auch weg mit dir. Bim. Hier sind keine Gegner mehr. Da komme ich irgendwie nicht hoch. Was macht der denn? Warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Das funktioniert nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Ich muss von oben. Ach, deswegen hat das nicht funktioniert. Emia. Gut, nehme ich. Ein Burgschlüssel rot erhalten. Ich liebe diese Effekte. Erinnert mich auch vom Aufbau her wirklich auch an Origami King, dass hier wirklich alles wie Papa aussieht. Speicherblock. Da rein und ich könnte oben weiter. Ich weiß nicht, wo der richtige Weg ist. Ich gehe erstmal unten lang. Dass der richtige Weg ist, ich weiß es noch nicht. Ich gehe einfach mal. So, ich kümmere mich mal um euch. Oh Mist.
Nein, der arme Koopa. No. Beziehungsweise der arme Koopio. Ist ja Koopio, nicht Koopa. Muss es lernen. So sage ich eben noch zu Kumbrina Gumbario. Da kommen sie her. Du kannst erst hier mal so einen Platzerschluss machen. Weißt, das ist doch schon mal prima. Ja, halt ihn ruhig. Hast du deinen Zug verschwendet? Ja, Bingo! Dann, lieber Koopa, kannst du den hier machen. Dann kannst du es doch mal machen. Dann sind die beide weg. Dumm. Okay, dann schauen wir noch mal. Damit kann ich nichts anfangen. Ah. Sieht das so aus, als wäre das der richtige Weg. Hm. Dann gehe ich erstmal oben lang. Da brauche ich einen grünen Schlüssel für. Da komme ich auch noch nicht weiter. Okay, dann geht es dann doch unten weiter. Entschuldigung. Ich frage mich. Wie ich an den Stern später komme. So, beeile dich bitte. Merci beaucoup. Da ist eine schwarze Truhe. Lange waren keine Gäste in diesen Gemäuern. Was? Kannst du meine Stimme hören? Dann musst du ja ein Held sein. Stimmt. Überhaupt nicht. Ich denke, jeder kann meine Stimme hören. Ich schätze, du bist da auf einen Trick hereingefallen. Aber egal, willst du mich vielleicht trotzdem aus dieser Kiste befreien? Es ist ein wenig eng hier drin und ich bin schon ziemlich lange eingesperrt. Du musst nur den Schlüssel finden und die blöde Truhe aufschließen.
Was? Ich würde dich sowieso mit einem Fluch belegen, sobald du die Kiste öffnest. Wer macht denn sowas? Das ist schrecklich. Nein, sowas würde ich auf gar keinen Fall machen. Niemals versprochen. Wenn du mich rettest, kann ich dir vielleicht auch helfen. Quasi zum Dank. Man muss sich doch gegenseitig helfen. Das ist so wie geben und nehmen. Naja, jedenfalls wäre ich froh, wenn du mit dem Schlüssel diese Kiste aufschließt. Oh Gott, oh Gott. Ich denke mal, ich darf nicht auf die Platten treten. Was passiert dann? Es passiert ja nichts. Kann Koopa vielleicht das kaputt sprengen? Nö. Der Schlüssel in schwarz. Jetzt darf ich es nicht mehr bewegen. Drauflaufen. Mario? Schau mal, was das ist. Oh, oh. Das ist übel. Ich schätze, es wäre besser, wir würden fliehen. Ah, ich habe eine Zeit. Warte mal, ich glaube, ich muss so lang. Oh, so schwer ist das eigentlich gar nicht. Doch, es ist schwerer, als es aussieht. Nee. Ich kann doch nicht mit Zeitdruck arbeiten, Leute. Ich kann doch nicht mit Zeitdruck arbeiten. Können wir mir doch nicht antun. No, ich bin falsch laufen. Falsch. Schnell. Nein, die falsche Tür, falsche Tür. 5, 4, 3, 2, 1. Ich wollte es nur knapp machen. Oh, du hast den Schlüssel. Wunderbar. Ja, und weh, du verfluchst mich. Du Tor. Ich Tor? Was bist du denn für ein Narr? Aber meine Lügen waren wohl zu geschickt. Aber diese Burg ist ohnehin eine Falle, aus der es kein Entkommen gibt. Du wirst in diesen Mauern erledigt schmachten. Aber woher wird dich noch mein schrecklicher Fluch treffen? Nun sei denn verflucht. Damit bist du verflucht. Selber schuld. Und dieser Fluch ist noch viel, viel schrecklicher als der letzte. Rückst du ZR, so drehst sich dein Körper wie ein Blatt im Wind. Oh, wie schrecklich. Und nun zeig mir deine Gestalt in all ihrer Erbärmlichkeit. Halte ZR gedrückt und blicke deinem Schicksal in die Augen. Achso, komm auch wieder raus. Nur wie gefällt dir deine jämmerliche Gestalt? Der Fluch hält an, solange du ZR gedrückt hältst. Springen und laufen, all deine Bewegungen werden absolut jämmerlich aussehen. Hast du verstanden, was dieser Fluch dir antut? Jep. Daumen hoch. Nun lebe wohl, du Narr. Ich weiß nicht, ob das wirklich nah ist, aber okay. Quetsch dich durch. Und dann einmal hier lang. Beim Angriff gibt Mario Froschlaute von sich. Kann es sein, dass das Item ist, was wir benötigen? Gut, aber ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis dahin, Tüdelü.